Hallo und herzlich willkommen zu einem Schlacht um Orgrimmar Videoguide für die gefallenen Beschützer. Dieser Boss besteht aus drei einzelnen Bossen. Kommen wir zuerst zum guten Ruk Steinzee. Der hat die Fähigkeiten rachsüchtige Schläge, weshalb er auch außerhalb des Raids getankt werden muss. Dann haben wir verderbtes Gebräu. Dadurch wirft er Fässer auf zufällige Spieler, die im Umkreis von 5 Metern Schaden verursachen und alle Spieler, die getroffen wurden, um 50% verlangsamt. Dann haben wir die Fähigkeit Aufprall. Da springt er einen Spieler an und sobald er gelandet ist, wirkt er die Fähigkeit Verderbnistritt, was im Umkreis von 10 Metern allen Spielern Schaden verursacht. Die Fähigkeiten von He Samfu sind unter anderem Gifte. Er hat zwei an der Zahl. Einmal das zersetzende Gift, dadurch wirkt er so Giftpfützen unter sich, sollte anschließend vom Tank gezogen werden. Und das sofort wirkende Gift, wodurch er einfach dem Tank mehr Schaden zufügt. Dann hat er noch die Fähigkeit Solar Plexus, die castet er. Und in dieser Castzeit muss sich der Tank einfach mit dem Rücken zu ihm drehen, weil ansonsten würde er 6 Sekunden gestunt werden. Und wenn er mit dem Rücken zu ihm steht, wird er einfach nur zurückgekickt und kann anschließend wieder an He ran. Dann hat He noch Erdrosseln, da wirkt er einfach einen Dot auf zufällige Spieler, der einfach gegengeheilt werden muss. So ein Zartherz hat unter anderem die Fähigkeit Schar-Explosion, die sie auf einen Spieler wirkt. Dieser muss einfach aus dem Raid rauslaufen. Die zweite Fähigkeit ist Schattenwort Unheil. Das ist ein Dot auf mehrere Spieler, der einfach gedispelt werden kann und halt auch muss. Und sie hat die Fähigkeit Katastrophe, was an allen Spielern 30% ihrer Maximal-HP als Schaden verursacht, aber dafür Schattenwort Unheil von jedem Spieler entfernt. Das waren jetzt die Grundfähigkeiten der Bosse und die weiteren Fähigkeiten erkläre ich euch im Video. Wir beginnen mit dem Pull-Timer und fangen an, auf Ruk Steinzee Schaden zu machen und versuchen ihn so schnell wie möglich auf 66% zu bringen. Denn bei 66% und 33% verbleibender HP der Bosse gehen sie in eine Zwischenphase, sage ich jetzt mal. Die je nach Boss halt unterschiedlich ist. Jetzt sind wir auch schon drin. Hier spawnen drei Mobs. Einmal Ausgeburt des Komas, Ausgeburt des Elends und die Ausgeburt des Trübsinns. Wir machen zuerst Schaden auf Ausgeburt des Komas. Denn dieser wirkt Inferno-Stoß, was recht viel Schaden macht, allerdings sich auf alle Spieler aufteilt, die in 8 Meter Umkreis stehen. Man sieht auch einen schönen gelben Rand. Als nächstes gehen wir auf die Ausgeburt des Elends. Die wirkt geschändeter Boden, kann getankt werden und muss dann anschließend halt gezogen werden vom Tank. Dann die Ausgeburt des Trübsinns. Wirkt Verderbnisschock, der kann interrupted werden und sollte auch interrupted werden. Dazu reicht ein Spieler, der das macht. Als nächstes bringen wir He Samfus auf 66%, der in seiner Übergangsphase einen Mob beschwört, der das Mal der Pein auf einen Spieler wirkt. Dieser Spieler kann sich nicht bewegen, hat allerdings einen Extra-Button, womit er dieses Mal der Pein einfach weitergeben kann. Wir haben das im Normal Mode hier so gemacht, dass wir einfach das Mal auf unseren Tank gegeben haben und der das einfach gegengetankt hat. Wir sehen jetzt gleich auch die Zwischenphase von so einem Zartherz. Diese wirkt dann dunkle Meditation, dadurch bekommt einfach jeder Spieler jede halbe Sekunde Schaden. Was aber nicht ganz so schlimm ist, denn sie stellt uns noch netterweise eine Kuppel. Dadurch bekommen wir innerhalb der Kuppel weniger Schaden. Zusätzlich spawnt sie Adds. Caster-Ads müssen von Castern gemacht werden und die Melee-Ads einfach von den Melees kaputt gemacht werden. Das ist nicht das Problem und der Schaden, der eigentlich nicht so hoch ist, erst recht nicht in der Kuppel, muss halt einfach gegengeheilt werden. Das Ganze haben wir, wie gesagt, bei 33% dann nochmal. Wir bringen jetzt wieder Ruk Steinzee in die Phase, also sprich auf 33%. Die Phase ist exakt wie die Phase bei 66%, sprich, er beschwört seine Ausgeburten, die des Kummers, die des Elends und die des Trübsinns. Wir fokussen wieder die des Kummers, danach, wie gesagt, Elend und als letztes den Trübsinn.
Sobald wir diese Zwischenphase erledigt haben, bringen wir wieder Hesamfuß in die Phase, sprich 33%, und als letztes dann nochmal so ein Zartherz. Um die Bosse dann am Ende zu töten, ist es wichtig, dass ihr wisst, dass sobald der erste auf 1% ist, ein 15-Sekunden-Cast läuft, wodurch am Ende jeder der drei 20% ihrer Gesundheit zurückbekommen. Um das zu verhindern und den Boss letztendlich zu töten, müsst ihr innerhalb dieser 15 Sekunden alle drei auf 1% gebracht haben. Das bedarf ein wenig Koordination. Ihr solltet also nicht blind auf einen durchnuken, sondern wirklich den Schaden verteilen, sodass alle drei gleichmäßig down gehen dann. Hier sehen wir noch einmal das Mal. Wie gesagt, im Normal Mode ist es nicht so schlimm. Der Spieler, der das Mal erhält, wirft einfach das Mal weiter auf den Tank. Und dieser tankt dann einfach das Mal oder den Mob mit dem Mal durch. Hier haben wir direkt wieder die Zwischenphase von Sun Zartherz. Alle in die Kuppeln, die kleinen Adds, die Melee-Adds von den Melees kaputt machen lassen, die Ranged-Adds von den Castern kaputt machen lassen. Und anschließend, wie gesagt, alle drei Bosse gleichmäßig auf 1% bringen. Ich mache jetzt hier einen Cut und zeige euch die letzten 5% der Bosse, damit das Video nicht allzu langweilig wird. Und möchte mich schon mal bei euch fürs Zusehen bedanken. Ebenso bedanke ich mich bei meiner Gilde Undisputed vom EU Realm Terror da. Für weitere Videoguides aus der Schlacht um Orgrimmar besucht uns bitte auf www.mmozone.de. Dort findet ihr auch immer die aktuellsten News. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer guten Loot.